Da bin ich nochmal. Ideen mit Herz hat mir mein Päckchen geschickt und ist nicht viel. Ich zeige euch aber trotzdem, was ich da ergattert habe. So, und zwar, na, ich bleibe einfach mal hier stehen und zeige die Sachen so. Ich habe mir einmal diese Schaumklebepads geholt. Ich glaube, die waren 50 Cent oder so. Ich habe die mitgenommen, weil die schwarz sind und ich wollte demnächst mal ein Album oder so machen mit schwarzem Papier. So, dann habe ich mir dieses doppelseitige Klebeband in 3 mm kommen lassen, weil ich so schmales jetzt immer brauche für meine kleinen Umschläge, die ich anbringe. Und zwar so ungefähr hier, wie diese hier. Ne? So, ja. Ich habe mir kommen lassen diese Häkelbordüren, also Häkelspitzen. Und da will ich mir mal eben diese Spitze angucken. Huch, weil ich die ja nur auf dem Bild gesehen habe. Und ja, die sind schön, ne? Guck mal. Toll. Die sind genauso, wie ich mir die vorgestellt habe. Also einmal diese hier. Einmal diese hier. Die ist dann so breit. Oh, die fühlen sich auch richtig gut an, ne? Richtig toll. Dann diese. Die ist wieder etwas schmaler, aber auch breit. Guck mal, wie schön die sind. Da überlege ich echt, ob ich noch mal welche nachbestelle. Wusste gar nicht, dass die tatsächlich so schön sind. Ja, die kriege ich ja wieder nicht so auf. Aber ich möchte sie doch zeigen. So. Einmal diese hier. Guck mal. Oh, die Farbe schön, ne? Ein richtig schönes Purpur. Oh, schön sind die. Oh, was freue ich mich schon darauf, mit denen was zu machen. So, ja. Na, gehe ich auch wieder so nicht auf. Nachhelfen. Einmal in diesem schönen Altrosi. Toll. Oh, und die fühlen sich richtig toll an. Und ja, die muss ich auch aufschneiden. Moment. Noch mal eine schmale und zwar dieses schöne Grün. Schön. Also mir gefallen die außerordentlich gut. Ich bin total begeistert. So, dann hier habe ich noch ein Goodie bekommen. Kriegt man ja bei Idee mit Herz immer solche Goodies. Ja, das sind hier einfach nur so. Hier, diese Klebebordüren, ne? Da. Ja. Dann habe ich mir zweimal diese Aslan Windradfolien bestellt. Zwei in DIN A5. Mal gucken, was ich damit mache. Und zu guter Letzt
habe ich mir mal Perlenpens kommen lassen. Und zwar einmal in Champagner. Einmal in Schwarz. Und einmal in Gold. Ja, die probiere ich aus und wenn ich die für gut befinde, werde ich davon noch mal welche nachbestellen in anderen Farben. Ja, das war meine süße kleine Bestellung hier. Und ja, also ich bin total begeistert von diesen Bordüren hier. Ja, die waren mein Ziel. Und ich denke, davon werde ich wohl noch ein paar ordern. Also die gefallen mir richtig, richtig gut. Ich glaube, da werde ich das ganze Farbspektrum da mal durchgehen. Ach, die guckt euch das an. Das ist kein Grau, kein Blau, das ist so ein richtiges Blue Velvet, ne? Ja. So, ich bin mal gespannt, wenn ich mit denen arbeite, wie die sich so machen in meinen Projekten. So, ich hoffe, euch hat dieser süße kleine Mini-Haul gut gefallen und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.